Oh, ich bin aufgeregt. So, lieber Sven, jetzt bist du dran. Ich bin mal gespannt. So, gib mir also mal deine Werte ein. Sissi! Alter. Was, du bist älter als ich? Ja, ich habe doch letztes Jahr ich feiere immer voraus. Weil ich einfach als Daddy gehe. Du wolltest schon immer Daddy. Willst du immer mal Daddy sein? Also tu ich mal so, als wäre ich 30. Auch bei dir Daddy raus. So. Genau, auch meine Höhe. Körpergröße, ja? Eigentlich, du bist ja riesig. Nordisch halt, ne? Nordisch bei Naughty. Nordisch bei Naughty. Gewicht. Okay, jetzt wird's spannend. Da ist aber auch so ein großer Sprung, das ist voll gemein, oder? Also, wo bist du denn näher dran, an der 81 oder an der 86? Das ist aber nett, dass du mich in Richtung 81 schiebst. Ja. Dann mach ich mal 86. Okay. Ich sah nur deine Maus so hapern, deswegen. Okay, anyways, wir haben vorhin nachgemessen. Wir sind hier, liebe Gemeinschaft. Okay. Bodyhand. Also so ein bisschen ist ja an mir, ne? Ja, aber extrem, wie hast du einen haarigen Rücken oder so? Nee, gar nicht. Also würde ich ja mal hairier eingeben. Hairier. Wie sieht denn ein Average-Mann aus? Wie viel behaart ist ein Average-Mann? Das frage ich mich auch. Genau, was ist durchschnittlich behaart? Vielleicht bist du ja auch nur durchschnittlich behaart. Also ich nehme jetzt hairier, aber nur weil das Wort hairy drin steht. Und ich mag hairy. Und durchschnittlich hört sich irgendwie so doof. Define me. Oh mein Gott. Thinking. God. You are a wolf. Genau. Heul den Mond an. Ich bin noch ein wenig jünger als der Average und noch ein wenig weniger behaart. Aber ansonsten bin ich normal wolfig. Genau. Guck mal, also was ich auf keinen Fall werden wollte, war ja ein Pupsen. Pups, was ist das? Achso, das war der Pub. Ja. Wie weit weg? Also wir wissen ja jetzt, dass du ein Gym-Bunny bist. Die haben immer so eine schlechte Verdauung. Ja, die stehen halt auf kinky Sex. Also, wir wissen ja, dass du ein Gym-Bunny bist und genau. Ich bin ein Wolf. Wie sehr mögen wir uns denn? Attraction by Clique. Bist du denn Gym-Bunny? Da. Wir mögen uns gar nicht. Ach. Aber ich hatte ja auch noch nie gesagt, dass ich mit dir ins Bett gehen will. Ja. Mich würde das auch noch mal interessieren. Moment, also Jim Bunny, mit wem gehe ich am liebsten ins Bett? Mit dem Jim Bunny, der hätte es gedacht. Es gedacht. Und dann, was kommt als nächstes? Den Muscle Poops. Jim Rat. Nein, hier der Muscle, ach nee, doch. Jim Rat. Ah ja, so ein bisschen die ältere Version vom Jim Bunny ist das, soweit ich weiß. Dann Muscle Poops. Okay, Muscle Pup. Naja, so ein muskulöser Welpe, das könnte ich mir durchaus auch vorstellen. Wie sieht der denn aus? Und dann kommt schon der Twink. Oho. Naja, jetzt möchte ich mich sehen, auch viel wichtiger. Wolf. Also, Antler Wolf, haha, wer hätte es gedacht. Und dann aber der Otter. Der ist genauso haarig wie ich, aber jünger und nicht so dick. So, was haben wir denn noch alles auf dieser netten Seite? Tops and Bottoms. Also, lieber Claudius, da du ja das Gym Bunny bist, bist du total versatile. Dazu sage ich einfach mal, stimmt. Nicht mal toppisch, oder nicht mal bottomisch. Du bist einfach direkt auf der Linie. Und ich bin ja eher mehr toppisch, ne? Aha, als Wolf. Ja. Statistik. So sieht's aus. Liebe Sissies, wir wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen, weil wir wissen, ihr werdet es genau jetzt nachmachen. Viel Spaß dabei. Genau. Schreibt doch in die Kommentare, was ihr seid, was ihr von der ganzen Sache haltet. Denn so ganz überzeugt bin ich ehrlich gesagt hiervon noch nicht. Aber es ist zumindest ganz lustig. Es ist so wie schwules Horoskop. Sehr schön. Also, lasst es uns wissen, liked natürlich auch fleißig mal zur Abwechslung und shared alles, damit wir auch ein bisschen Zuwachs kriegen. Darüber würden wir uns nämlich sehr freuen. Oh. Hoppel, hoppel.